Deutschlands Fußballfrauen hüpfen für den WM-Titel. Und Babette Peter ist mittendrin. Mit 21 Jahren wurde sie schon Stammspielerin in der Nationalelf. Jetzt mit 23 hat sie schon alles gewonnen. Meister, Pokalsieger und Champions-League-Sieger mit ihrem Club Turbine Potsdam. Dazu Europa- und Weltmeister mit der Nationalmannschaft. Peter schwimmt seit dem Beginn ihrer Karriere auf einer Welle des Erfolgs. Dabei hatte sie es als Kind wegen ihrer teilweisen Gesichtslähmung nicht immer leicht. Umso wichtiger war immer der Sport. Ich habe früher viele Sportarten gemacht, war einfach so ein, ja, so eine Sache, wo ich mir einfach mein Selbstbewusstsein holen konnte, weil es natürlich auch mal einen oder anderen dummen Kommentar gab. Von daher, ich war immer die Sportlerin und habe dadurch quasi mein Selbstbewusstsein getankt. Und dann auch im Fußball natürlich war immer einer unter den Besten. Von daher hat mir also der Sport und der Fußball natürlich unglaublich in meiner eigenen Entwicklung auch als Persönlichkeit geholfen. Ihr Spitzname Hulk würde da eigentlich ganz gut ins Bild passen. So richtig warm wird Peter mit diesem Vergleich allerdings nicht. Es war einfach nur ein Spaß zwischen meiner besten Freundin und mir, Bianca Schmidt, weil ich ja bei der Grundausbildung bei der Bundeswehr war und dann halt immer dieses ganze Grünzeug anhatte und relativ muskelbepackt dann immer aussah. Und da hat sie mich immer spaßhalber Hulk genannt. Also wie das jetzt an die Presse kam, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Also von daher ist eigentlich nicht mein richtiger Spitzname. So ganz brav ist die Hundeliebhaberin aber auch nicht. Das muss sie selbst zugeben. Ja, also man glaubt es kaum, aber ich kann auch mal wirklich richtig zickig und launisch sein. Also gerade am Morgen, wenn man mir da wirklich mit den falschen Worten entgegentritt, bin ich da auch recht launisch und ich äußere auch meine Meinung auch mal lautstark, wenn es sein muss. Also von daher, mich kennt man zwar als ruhige Spielerin, aber wenn es sein muss, kann ich auch mal auf den Tisch hauen. Auch durch diese Eigenschaft wurde sie auf der linken Abwehrseite zur Führungsspielerin im DFB-Trikot. Jetzt möchte sie ihrer großen Sammlung den nächsten Titel hinzufügen.